Graben kartografiert worden. Eine gefährliche Spalte zwischen zwei Erdplatten. Die Geologen hatten die Bedeutung des Grabens unterschätzt. Die Ursache für das plötzliche Beben und den Zusammenbruch ganzer Stadtteile konnte sich kaum jemand erklären. Viele glaubten an große Höhlen, die unter der Stadt eingestürzt waren. Tatsächlich aber war die Spannung zwischen den beiden Erdplatten so groß geworden, dass sie sich über die Oberfläche entladen musste. Die Bebenwellen zerrissen San Francisco förmlich in zwei Teile. Die Spalten zogen sich durch die ganze Stadt. An einigen Stellen waren sie bis zu 8 Meter breit. Eugene Schmitz, der in seinem Wohnviertel vom Beben wenig mitbekommen hat, macht sich ein erstes Bild vom Ausmaß der Katastrophe. Neben den vielen Einstürzen sind, besonders in Hafennähe, viele Häuser im Schlamm versunken. Ursache ist das rasante Anwachsen der Stadt während des Goldrauschs. Glückssucher setzten ihre Schiffe in den Sand und bauten Häuser darauf, die keine Fundamente besaßen. Noch heute stehen Teile San Franciscos auf diesem schwammigen Untergrund. Wenn bei einem Beben durch seismische Wellen Grundwasser an die Oberfläche gedrückt wird, verflüssigt sich das Erdreich. Die Folge? Alles versinkt. Mehrere hundert Menschen ertrinken an diesem 18. April im Schlamm. Arnold Gente dokumentiert das Gesicht einer traumatisierten Stadt. Seine Fotografien zeigen das Unbegreifliche. Das Paris des Westens ausgelöscht. Die spärlichen Überreste, Zeugen einstiger Pracht. James Hopper versucht zu helfen, wo er kann. Ist da noch irgendjemand drin? Dabei riskiert er sein Leben. Nachbeben erschüttern die Stadt. Ist tot. Wo ist er? Oh Gott, und eine Frau Hören Sie, ist tot. Wo ist Ihr Mann? Und mein Mann. Oh Gott. Wo oh ist Gott. Ihr Mann? Ein junger Mann ist tot. Hilf mir. Was bringt es, dass wir Tote ausgraben? Inmitten all der Zerstörung ein Überbleibsel architektonischer Höchstleistung. Ausgerechnet das größte Bauwerk San Franciscos, das Call Building, hat das Beben überstanden. Trotz weiterer schwerer Erdstöße steht das historische Gebäude noch heute. Statiker hatten schon damals Techniken entwickelt, die die seismischen Wellen ausgleichen konnten. What we have here is one of the devices used to keep this building as stiff as possible in earthquakes. The cross-brace system. Die Kreuzverstrebungen verhindern eine Krümmung und das Wegrutschen des Hochhauses. From bending too much, from drifting too much, so that the one. Wenn sich das Gebäude in diese Richtung bewegt, hält es diese Verstrebung in Position, während die andere Seite dagegen hält. Und sobald die Schwingung in die andere Richtung geht, dreht sich der Prozess um und sorgt so für Stabilität. Für den Turm und viele andere Gebäude, die das Beben überstanden haben, ist die erste Welle der Gefahr an diesem 18. April vorüber. Doch die Erschütterungen sind nur der Anfang. Vom Wind angefacht bahnt sich eine Feuerwand ihren Weg durch die Stadt. Die Flammen werden von zerstörten Gasleitungen, auslaufenden Treibstoffen und brennbaren Trümmern genährt. Innerhalb weniger Stunden brennt die halbe Stadt. Selbst die Feuerwehr verliert Gebäude und Material. Die verbleibenden Einsatzkräfte tun ihr Bestes. Da kommt nichts. Dreh weiter auf! Ganz auf!
Viele Wasserleitungen sind während des Bebens zerbrochen. Die Feuerwehr ist hilflos. Unmengen von Löschwasser versickern nutzlos im Boden. Sand! Hut Sand! Los, macht schon! Bringt es hier rüber! Schnell! Hier vorne! Da! Kommt schon! Los! James Hopper wird Zeuge des hoffnungslosen Kampfes der Feuerwehrleute. Er protokolliert. Ohne Wasser bekämpfen sie die Brände mit Äxten, mit Säcken und sogar mit bloßen Händen. Sie merken dabei kaum, wie der Atem des Feuers ihre Kleidung und ihre Haut versenkt. Feuerwehrchef Sullivan ist in seinem Haus von den Trümmern verschüttet worden und schwer verletzt. Verzweifelt versuchen ihn seine Männer zu befreien. Die Feuerwehr ist führungslos. Der Familienvater Bernard Dahlberg wird bei dem Versuch, in sein Haus zurückzukehren, gestoppt. Zurück! Weg hier! Polizei und Sicherheitskräfte haben die Kontrolle übernommen und verweigern den Zutritt. Kommt, wir gehen. So wie Dahlberg verlassen an diesem Morgen Tausende von Menschen ihre verwüsteten Behausungen. Etwa 2 Stunden nach dem Beben fährt Bürgermeister Schmitz zum Rathaus. Doch von seinem Amtssitz stehen nur noch Teile der Fassade. Das Rathaus war der Stolz der ganzen Stadt. Eigentlich hätte das aufwendige Gebäude dem Beben standhalten sollen. Das Schicksal hat anders entschieden. Heute ist das Rathaus von San Francisco mit einer speziellen Federung ausgerüstet, die Druckwellen absorbieren kann. Stahlplatten und Säulen wirken als Puffer zwischen Fundament und Erdoberfläche. Um die Stadt im Chaos weiter regieren zu können, verlagert Eugene Schmitz seinen Amtssitz ins Gerichtsgebäude. Auf seiner Fahrt erkannte Schmitz allmählich das ganze Ausmaß der Zerstörung. Für ihn war das eine Möglichkeit. Ich will, dass alle Hilfsmannschaften sofort in Bewegung gesetzt werden. Er konnte als Führer glänzen und von den Korruptionsvorwürfen ablenken. Es war eine Tragödie, aber auch eine willkommene Gelegenheit für Eugene Schmitz. Nur wenige Stunden nach dem Beben wird der Bürgermeister selbst Zeuge von ersten Plünderungen. Haben Sie das gesehen? Schmitz steht unter Druck und formuliert bereits in Gedanken ein Gesetz gegen das Verbrechen. Doch die Ereignisse holen ihn ein. Eine Machtprobe bahnt sich an, als ohne sein Einverständnis die Armee aufmarschiert. Wo wollen Sie hin? Kann ich helfen? Zum Bürgermeister, ins Rathaus. Den haben Sie vor sich. Das Rathaus ist komplett zerstört. Melden Sie sich mit der Kompanie im Gericht. Dort wird man Ihnen sagen, was zu tun ist. Der Offizier, der die Truppen in die Stadt geschickt hat, ist General Funston, bekannt als harter und unbestechlicher Kriegsheld. Frederick Funston hasste Eugene Schmitz. Er verachtete die Politik des Rathauses, vor allem die weit verbreitete Korruption. Schon früher hatte er damit gedroht, eines Tages das Rathaus zu besetzen und aufzuräumen. Dass er und Schmitz beschlossen, zusammenzuarbeiten, ist eine der unerwarteten Wendungen der Geschichte.
General und Bürgermeister wollen alle städtischen und militärischen Mittel nutzen, um San Francisco vor dem Untergang zu bewahren. In seinem plötzlichen Drang, Ordnung zu schaffen, erlässt Schmitz einen überaus harten Schießbefehl. Bürgermeister? Chief, es gibt immer mehr Plünderungen. Ich will, dass Diebe nicht mehr verhaftet, sondern direkt erschossen werden. Für Polizisten, Soldaten und freiwillige Helfer die Aufforderung zu töten. James Hopper erlebt in der Zwischenzeit die dramatischen Folgen des Bebens, hautnah in einem der Krankenhäuser. Im Inneren des Krankenhauses lagen 125 Verwundete,